aber ich konnte mich mit beiden ganz gut identifizieren. Beim Dreh kam allerdings doch eher Gina Davis' harte Seite durch. Besonders fürs Schießen zeigte sie Talent. Und ihr Trainer meinte sogar, sie habe das Zeug zu einer professionellen Sportschützin. Nicht nur im Film entwickelt Gina Davis einen Beschützerinstinkt für ihren Kollegen. Und der war auch notwendig. Denn die beiden geraten in eine Verschwörung, bei der es äußerst unchristlich zugeht. Da heute Weihnachten ist, überlasse ich Ihnen die Wahl. Messer oder Kanone? Ein guter Actionfilm braucht einen richtigen Bösewicht. Hier wird er gespielt von Craig Bierko, der bisher fürs Fernsehen gearbeitet hatte. Er bekam zu spüren, dass beim Dreh eines Kinofilmes ein rauerer Wind weht. That was the main difference. Der Unterschied ist, in einem Studio sind es nicht 20 Grad unter Null. Bei einer Sitcom schneit es nicht und es fühlt sich nicht so an, als würde man dir mit einem Stock ins Gesicht schlagen. So kalt war es nämlich. Ich musste morgens um 3 raus und mich aus einem Hubschrauber hängen. Es war so kalt, dass die Gewehre nicht mehr funktionierten. Ich sah, dass ich eine Waffe hielt, aber ich konnte es nicht spüren. Ich hatte einfach kein Gefühl mehr in den Händen. And 3, 2, 1, go! Zumindest die Explosionen funktionierten bei sibirischer Kälte bestens. Und Rennie Harlin sorgte auch sonst dafür, dass seinen Darstellern warm wurde. Das bekam auch Samuel L. Jackson zu spüren, der in Tödliche Weihnachten arg ramponiert wird. Rennie wollte, dass der Zuschauer sieht, dass wirklich wir es waren, die all die Stunts machen. Aber als ich den Job annahm, hatte ich keine Ahnung, dass ich so viel machen musste. Als der Dreh anfing, sagte ich ihm, hey, deine Frau hat ja trainiert. Ich hatte überhaupt nichts gemacht, denn er hatte mir gesagt, dass ich nicht trainieren sollte. Aber wir gingen dann mit den Stunt-Profis alles Schritt für Schritt durch. Und es war eigentlich so sicher, dass es auch ein Kind geschafft hätte. Ich wollte einen ganz bestimmten Effekt. Deshalb haben wir in einem echten See gedreht. Wir sägten ein Loch in die Eisdecke und dann haben wir sie reingeworfen. Das war überhaupt nicht lustig. Es war wirklich das Schlimmste, was ich je in meinem Leben machen musste. Als ich die Stelle im Drehbuch las, dachte ich, das wird bestimmt großartig. Aber ich glaubte natürlich, dass alles nur Fake ist und in einem geheizten Becken gedreht wird. Ich konnte es nicht fassen, dass Rennie es real drehen wollte. Es war grauenhaft. Rennie ließ ein Loch ins Eis sägen und sagte seiner Frau, da müsse sie jetzt rein. Und weil ich bei ihr war, musste ich es auch. Sie hätte nur Nein sagen müssen. Tja, mitgehangen, mitgefangen. Doch Gina und Sam erwiesen sich als eine Konstellation, die perfekt funktioniert. Das Paar ist so ungewöhnlich wie das ganze Drehbuch. Star-Autor Shane Black kassierte dafür 4 Millionen Dollar. Nach Ansicht von Rennie Harlin war es jeden Penny davon wert. Das Drehbuch war vollgestopft mit Action. Es gab einige Dinge, die wir wegfallen ließen, weil wir das Gefühl hatten, dass es zu viel wäre. Wir wollten die Figuren und ihre Beziehung nicht aus dem Auge verlieren. In jedem Fall kann man aber sagen, dass es das Drehbuch echt in sich hatte. Rennie Harlin hat es geschafft, alles aus dem Skript herauszuholen. Tödliche Weihnachten ist eine Geschenkpackung für Liebhaber spektakulärer Action. Der Finne hat keinen Aufwand gescheut, um aus diesem Film ein richtiges Kinofest zu machen. Genau das Richtige für alle, denen Wunderkerzen am Tannenbaum schon immer zu langweilig waren. Lady, my.
around. And cut.